Wann kommt der nächste Part? Bald. Wann kommt der nächste Part? Da halt. Wann kommt der nächste Part? Bald. Bald. Aber wann? Bald, Junge, in den Osterferien, Auhur. Also Ostern, bald, also. Okay. Und wann kommt der nächste Part von MW3? Was dauert noch? Jetzt halt deine Fresse. Okay. Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3 Multiplayer hier mit am Start, wieder mal mit den All Night. Und ja, ne? Geht weiter. Und so. Was bringt der Manga-Typ hier rum? Das ist bestimmt auch wieder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Operation Metro, Rush. Und ja, wir sind gerade noch ein wenig am Abfließen. Nee, doch nicht. Wir sind schon wieder weitergekommen und wir machen nicht Angst irgendwie. Und ich muss echt sagen, weiß ich, finde es erstaunlich, wie MW3 mit seiner Drecksgrafik bei mir leckt, aber ich Battlefield 3 aufnehmen kann. Ne? Ja, also, du musst verstehen, also COD hat die Grafik in inneren Herzen, also die siehst du nicht, aber die Grafik ist abnormal, dass der Computer total ausflippt. Arbeitsspeicher, ne? Also ohne geht das nicht. Ja, also das geht echt. Ja. Das ist hart zum Chor. Da war, glaube ich, jemand, also da wurde von uns jemand gekillt. Ich weiß, den habe ich wiederbelebt. Aber irgendwie ist der Gegner nicht hier. Also irgendwas ist hier komisch. Ja, ich will's nicht. Ein Toter? Okay. Da ist der Gegner. Und jetzt wird wieder Granaten geworfen, wie immer. Ui, ich werfe auch eine. Ich mach da gerne mit. Kennen wir doch irgendwann. Ja, jetzt wird doch nicht belebt wieder. Wow, so und nicht lange. Auf jeden Fall lange haben wir nicht mehr gespielt, BF3. COD mehr irgendwie. Wieso verstehe ich dich jetzt gerade so komisch nur? Keine Ahnung. Habe ich wieder so einen Roboter-Schimmer? Ganz kurz gerade gehabt. Achso, ja, wegen einem kleinen Internetproblem wahrscheinlich vielleicht oder so. Ja, okay, gut. Hat man manchmal. Sag mal, kriegen wir das hier nicht hin oder? So. Mann, alle kommen hier die Animierung. Au, ich bin der tot. 4-0. Ja, danke. Ich habe hier schon zwei. Ich bin versorgt. Ja. Lass mich schon mal raus. Ich hasse dieses Blocken, dass es immer weg ist, ne? Realismus gut, aber doch bitte nicht sowas mit dem Blocken. Wenn man von der Granate flüchten will, das schaffst du einfach nicht. Bei COD und BF3 zack einfach. Aber hat er wirklich nicht reanimieren lassen? Jo! Mann! Nach 5 Mal ist er es reanimiert. Bei COD und BF3 zack auf jeden Fall das Blocken, wollte ich sagen. Ja. Achso, ich dachte schon, du bist rausgegangen, wollte ich schon sagen. Da hat man gerade den geilen Skype-Sound gehört. Bei dir? Ja, bei mir gerade. Ich hab's doch beschäftigt gestellt. Bei mir gerade dieses. Zoom. Mach das doch auch. Okay. Oh, da war einer hinten. Ah, von hinten, von der Hunter 2033. Nee, ich bin nicht beschäftigt bei Skype. Ich bin auf wieder Offline-Anzeigen, wie immer. Ja, ich stell mich immer auf beschäftigt. Ganz sicher, da kann kommen, was will. Ich werde wenigstens nicht genervt. Also, was brauch ich bei dir? Wow, oder? Aus. Ja, ich hab einen noch weggeholt. Ich hab ihn gekillt. Warte, ich belebe mich wieder. Ich verstehe nicht, wenn ich eine Leiche sehe, werfe ich immer mein Medikit zu der. Die steht schon wieder auf. Das ist so ein Luxus irgendwie, den du erstmal machst. Erstmal ein Medikit und dann wiederbeleben und dann hat er gleich alles. Luxus pur. Ich plante. Ja, ich hab's geschafft. Geil, hier backt wieder einer in der Luft rum. Hab ich erstmal auf den geschossen. Ja. Der guckt hier, backt dann in der Luft. Hast du auch gesehen? Nicht so wirklich. Nein, ist das nicht. Aber ein 4-Sessen macht wirklich auf einmal so komischen. Keinen Schaden so. Ja, ich finde schon. Patch und so. Nö, geht so. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur ein kleiner Noob bin. sagte Zero, also du. Zero. Jetzt sei mal nicht so bescheiden. Ich bin ein kleiner Noob. Hier ist noch einer, den man reanimiert. Oh Mann, ich wollte gerade schon reanimieren. Ah, Granate, Siro, pass auf. Ah, leck. Macht mir nix. Ich bin aus Stein. Ja, Mensch. Wir hatten hier entschärft gehabt. Keine Ahnung oder so. Ach so. Ich hab wieder scharf gemacht. Scheiß Nieder, halt weg. Wow, da kam direkt eine Panzer vor. Das hab ich aus der Entfernung noch nie gesehen. Hier fliegt irgendwie eine Rakete. Doch nicht. Ich hab bloß das Geräusch gerade gehört.
kommt, alle ran, jawohl. Nee, einer entschärft das jetzt wieder, ne? Also, ich halte ja auf jeden Fall auf der Ferne. Ich habe keine Munition mehr, wollte ich mal sagen. Ja, meine Munition ist noch voll. Ja, ich hab zerstört, ich hab nur noch jetzt eine. Ich glaube, das ist eine MP9, bin mir nicht sicher. Achso, die sind alle tot, hoch. Ich baller erstmal auf die Leichen. Ich hab eine Assault Rifle Metal bekommen. Ah, Schlachtfeld verlassen, hilft. Nice. Ist hier Munition? Ah, hier ist Munition, geil. Komm, geh weg. Oh, dann geh ich wieder zurück. Mensch. Zero 73. Es ist echt verwunderlich, wir haben, ich muss sagen, wo Siro und ich das erste Mal wieder Battlefield 3 gespielt haben, das war vor einem Tag, Alter, wir sind so nicht klargekommen, das war so ganz anders irgendwie. Ne? Wir haben die ganze Zeit COD gespielt und dann auf einmal BF3 ist... Wir haben ja wirklich so viel COD gespielt, ich meine, du bist Prestige, du bist glaube ich Prestige... 2, 3 irgendwie. Nee, du bist Prestige 2, fast 3, ich bin Prestige 1, fast 2, ich meine ganz, wir haben uns auch stark verbessert, okay, Siro war schon immer gut, aber... nee, ja. Auf jeden Fall, wo ich zum ersten Mal wieder BF3 gespielt habe, also gestern... die Grafik irgendwie, auf einmal so eine geile Grafik und dann COD, also da sieht man auf jeden Fall große Änderungen, wenn man nur COD spielt und auf einmal so eine geile Grafik kriegt, von wegen Battlefield 3, also da ist man hin und weg, mehr oder weniger, muss ich ehrlich sagen. Und der Patch hat es ja noch so gemacht, dass man die Grafik einfach mal noch so weit hochschrauben kann, dass das nicht richtig an der Leistung zieht. Wegen der Knight hat ja nicht mehr jetzt so eine großen Probleme irgendwie, hat er gesagt. Ja, also wenn ich so selber spiele, irgendwie geht das irgendwie alles besser. Ah, ich hab Sprengstoff vernichtet. Klasse. Und dann wollen wir doch mal ein bisschen auf den Patch eingehen, irgendwie. Ja, also ich muss sagen, der Patch, also ich finde es gut jetzt, dass der irgendwie allgemein, also ich weiß nicht, das, auf jeden Fall kommt mir der Patch auf jeden Fall besser vor. Es ist auf jeden Fall so, dass die Farmers nicht mehr so stark ist, was ich doch echt sagen muss, was... aber die Usas ist immer noch stark, ne? Ja, auch scheiße, war ja klar, dass der jemand bei A kennt. Ich muss sagen, ich finde das mit Squads jetzt ein bisschen blöd gemacht. Man kann nicht mehr seine eigenen Squads, also es gibt nur noch so verschiedene Squads, je nachdem wie groß die Runden... Es gibt ja jetzt nur noch vier irgendwie. Je nachdem wie groß die Runden sind, je nachdem wie viele Squads gibt es auch. Damit einfach, ich glaube, nicht so viele nicht in einem Squad sind, weißt du? Damit ich aber wirklich, ehrlich gesagt doof wegen... Ja, ich ja auch. Ich sag ja nicht, dass es positiv ist, aber... Ja, was soll man machen, ne? Ja, man... Die wollen halt so, dass wirklich jeder miteinander spielt und so, aber... Wenn ich zum Beispiel mit Knight reinkomme und zum Beispiel auf dem 64er-Server zum Beispiel, wo wir eigentlich nicht raufgehen, aber zum Beispiel mal, und da sind wirklich die ganzen Squads voll und... Ja, und dann sind die Squads wirklich alle voll und so. Kommt nicht so geil, wegen wir kommen denn wirklich nicht in ein eigenes Squad rein, also... Da müssen wir Das ist echt doof, vor allem wenn wir auch aufnehmen wollen, dann ist das natürlich scheiße, wenn wir nicht in einem Squad sind. Das ist, ich meine, okay, es wird jetzt nicht so viel schaden, aber ich meine, es ist ja ein Together. Ich meine, ein Together, finde ich, es heißt ja... Oh, sorry, gerade aufstoßen. Oh. es heißt ja, Together heißt zusammen, aber ich bin der Meinung, nur weil es zusammen heißt, heißt es nicht unbedingt, dass man auch in einem Team sein muss, weißt du? Mhm. Und ich finde, das vermisse ich irgendwo... warte kurz, ich muss jemanden töten. Auf jeden Fall... Squad das ist eigentlich schon eher so eine Pflicht eher, wenn man zusammen spielt, wegen des zusammen Join und so. Was ich so ein bisschen vermisse ist, in MW3, man konnte in MW2 ja noch, wenn man in einer Party war, konnte man ja noch zu zweit frei für alle machen. Das klappt ja jetzt hier aber gar nicht mehr bei MW3, also das klappt da nicht mehr, man kann nur noch alleine frei für alle. Mhm. Und das finde ich so schade, weil ich meine, wenn man ja mit in einer Party ist, spielt man ja immer nur zusammen. Klar, das ist schön, aber man möchte ja vielleicht auch mal im öffentlichen Server gegeneinander spielen und nicht nur im privaten Match. Und da finde ich das ein bisschen scheiße, weil frei für alle wäre ja die ideale Gelegenheit, aber das wollen wir ja nicht mehr. Aber, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so an sich finde ich, hat Battlefield jetzt nicht gelegt. Bei mir läuft es gerade ganz flüssig eigentlich. Ich habe zwar die Einstellung auch runtergestellt, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm und ich bin tot. Ja, habe ich schon gesehen. Ich bin tot und die Runde ist vorbei, das ist so. Habe ich schon mal gesehen, so, wie du starbst. Aber der Patch ist im Grunde ist eigentlich geil, aber sehr viele Änderungen sind dann wieder nicht so geil. Natürlich die ganzen kompletten Waffen irgendwie komplett verändert auf einmal. Also da muss man wieder ein bisschen klarkommen. Manche Waffen haben jetzt weniger Munition, manche Waffen haben eine größere Reichweite. Genau, irgendwas, alles. Also man kann sagen, wirklich, das ist kein normaler Patch, das ist schon ein komplett neues Spiel irgendwie jedenfalls. Wegen die ganzen Waffen sind wirklich verändert. Ja, ich war besser. Naja, manche Waffen zacken immer noch zum Beispiel die Usas und so. Das kann man so genau mehr sagen. Ah, okay, gut. Ich bin bester Spieler und du hast die beste KD. Nee, der andere hat die beste KD hier, glaube ich. Ach, ist doch scheißegal. Hier, wie lange nehmen wir auf? Wir nehmen gerade 8 Minuten auf, also könnten wir eigentlich noch eine Runde reinhauen. Ja, ich würde sagen, wir... Ja, jetzt 9 Minuten. Ja, wie sollen wir das denn machen jetzt? Also sollen wir dann einfach wieder so, einfach Parts... Das ist ja jetzt eine neue Runde. Ey, sag mal, kommt es mir nur so vor oder ist jetzt dieses nächste Runde startet in Blablabla ein bisschen verkürzt worden? Wegen... Da stand jetzt nur 15, glaube ich, oder so.
Wegen früher war es ja so 40 Sekunden. Das ist unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Nee, sollen wir nicht in den Part beenden, das ist ein kurzes, weil guck mal, das ist ja jetzt wieder ein ganz andere Map, ganz anderer Modus. Ja, können wir ja machen, denn wir sind jetzt eh gleich wieder bei 10 Minuten. Dauert nicht mehr lange, 39. Ja, deswegen würde ich sagen, beenden wir hier für den Part und da war das halt der erste kurze Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder, würde ich sagen. Genau, dann sehen wir uns im nächsten wieder. Ciao, Leute. Tschö. Wann kommt der nächste Part? Ich schwöre, das benutze ich als Outtake, einfach eiskalt. Schau.